Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. App Review am Start und zwar mit der nächsten App Review und zwar mit dem Jumping Fish. Und den will ich euch gleich mal vorstellen und zack, da sind wir direkt gleich wieder Game Over. Und ich will euch einfach mal zeigen, worum es hier so direkt geht. Eigentlich ist die App ziemlich simpel gestrickt. Wir müssen hier eigentlich nur nach oben und nach unten springen, beziehungsweise aufpassen, dass man zur rechten Zeit untertaucht und dass man hier gegen diese Bomben nicht kommt. Ansonsten hat man natürlich ein ganz schön großes Problem, denn wie man sieht, können wir hier tief tauchen, loslassen, oh, und dann geht es schon wieder schief. Das Spiel ist allerdings extrem schwer, finde ich, weil man es nicht beeinflussen kann. Also ich finde es sogar noch ein Stück krasser als Flappy Bird. Auch wenn es hier nicht der Flappy Fish ist, herrlich ist das Ding trotzdem. Man versucht hier immer wieder seinen eigenen Score zu knacken und scheitert dann immer wieder dran. Das Ganze ist dann mit Google Play Games natürlich verletzt, damit man hier noch ein paar Achievements sammeln kann. Ah, shit, ja. Und da haben wir uns wieder zu spät entschieden, einmal hochzuhüpfen. Ja. Oh, doch, das ging gerade so gut und das ging wieder mal schief. Das Problem ist, eigentlich kann der Fisch nichts anderes, außer die Bewegung so zu machen. Ihr müsst also nicht komplett untertauchen. Aber, shit, da sind wir nicht mal ganz hochgekommen. Das haben wir nicht mehr geschafft. Das kann man dann auch nicht beeinflussen. Tja, und so hat man natürlich das ein oder andere Problem, dass man hier nur bedingt vorankommt. Mein Score ist, glaube ich, jetzt irgendwas bei 9 oder 10. Halt, kann man das nochmal sehen, wenn ich jetzt nochmal abkratze. Jetzt klappt es natürlich nicht, wenn es einmal so sein soll. Ja. Shit. Ich dachte, wir kommen noch rechtzeitig wieder runter. Habe ich schon wieder rechtzeitig gedrückt. Das ist doch nicht zu glauben. So, gucken wir mal. Steht hier nicht. Also oben rechts, man sammelt Sterne. Ich glaube, das kann man gar nicht sehen von euch aus. Nee, kann man nicht. Die Farben verändern sich hier andauernd. Und man kann immer unterschiedliche Fischarten steuern. Das geht zum Beispiel so. Wir gehen mal hier drauf und haben freigespielt. Wo sind denn die anderen Fische? Ich habe doch schon, das ist doch schon Fisch Nummer 3. Ah, hier. Hier ist noch einer. Der Hai. Der Shark. Die bringen jetzt eigentlich nichts, weil die nicht, ich glaube, vielleicht taucht er auch ein bisschen tiefer oder bilde ich mir das gerade ein. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, müsste man nochmal direkt vergleichen. Aber lustig ist es trotzdem allemal und man kriegt so den ein oder anderen Wutanfall, wenn man es nicht hinkriegt. Und das ist wirklich so schwer. Ich versuche hier die ganze Zeit nur den Score von 25 zu kriegen und nochmal neu aufzuerlegen. Ist mir bisher noch nicht so ganz gelungen, weil ich immer wieder irgendwie nicht den passenden Winkel habe. Für den einen oder anderen für die eine oder andere Bombe hier, ja, gibt's nicht. Da fehlt mir das irgendwie so ein bisschen, dass man hier vielleicht einmal gegenschwimmen kann und sich dann vielleicht anschließend wieder einmal verletzt und dann wieder aufersteht. Aber das klappt hier halt nicht. Hier ist man direkt gleich tot. Ärgerlich. Also das ist wirklich schwierig. So, wenn man es richtig gut macht, kann man ja mal sehen. Na, dann kommen wir bis zur 11. Ach nee, hier, der höchste Score war 14 bei mir, da stand es eben gerade, Mensch. Und ich hatte eben 11. Naja, noch bis 25 und dann haben wir das ganze Ding endlich mal so geschafft, wie sein soll. Ja, wer sich ein bisschen ärgern will und so ein bisschen Konkurrenzdenken hat, kann das gerne mit seinen Kumpels mal spielen. Und ja, gucken wir mal ganz kurz in die Statistik rein, wie das Spiel so aufgesplittet ist. Internet sagt gerade nein, das ist auch nicht schlecht, dann lassen wir es halt. Was können wir sonst noch machen? Eigentlich nichts. Wir können In-App-Käufe machen, das brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir können das Ganze sogar aufzeichnen und wir haben die Toneinstellungen und natürlich hier die, na, das funktioniert jetzt eh nicht, wenn das Netz aus ist. Na gut, doch hier, Score 25 Punkte, gibt 5000 Erfahrungspunkte, 50 Punkte gibt 5000 Erfahrungspunkte, bis zu 200 Punkte. Wer das schafft, ist der ultimative King im Moment. Ja, Freunde, das war's an der Stelle erstmal, der Jumping Fish. Viel Spaß mit der App und wir sehen uns wie immer bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.